Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir so zahlreich hier sind. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe es nicht geglaubt. Wegen so viele Leute waren schon an unserem Stand und haben einfach auch schon mit uns geredet. Und ich habe einfach auch schon da eine kleine Live-Demo gegeben gehabt. Deswegen für die Leute, die vielleicht schon da am Stand gesehen hatten, entschuldigt, wenn ich mich nochmal wiederhole. Das ist halt einfach unser Portal. Deswegen herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich präsentiere euch das IONOS Agenturpartnerprogramm, wie wir mit Agenturen oder auch der Joomla-Community gemeinsam mehr erreichen können. Kurz zu mir. Ich bin die Marina. Sag bitte du. Ich bin Partner-Account-Managerin im IONOS Agenturpartnerprogramm und betreue dort unsere Premium-Partner, die sich verifiziert haben. Ja, zu meiner Rechten, den kennen wir ja schon, ein bekanntes Gesicht. Das ist der Matthias. Ja. Ja. Ja, ich bin Webentwickler bei der Redim GmbH, aber habe schon Ja. erwähnt. Ja. Warum stehen wir hier gemeinsam da? Also die Redim ist von letztem Jahr unser Partner of the Year. Die Redim pusht uns quasi fast jeden Tag, um einfach besser zu werden in unserem Agenturpartnerprogramm, und dadurch ist eine sehr enge Zusammenarbeit geworden. Deswegen, bevor ich jetzt halt natürlich immer sagen muss, hey, wie toll ist unser Programm, ist, glaube ich, besser, wenn die, die wirklich mit unserem Portal arbeiten und die ganzen Features halt wirklich in ihrem Alltag nutzen, doch eher ihre Meinung auch dazu sagen. Ganz kurz von der Agenda. Ich würde nur ganz kurz ein bisschen über IONOS was sagen, dann das Partnerportal kurz erwähnen, dann die Live-Demo, die dann ein bisschen länger dauert. Da könnt ihr auch gerne mal einfach sagen, was ist das und dies. Gerne flexibel sein, und dann gehen wir ein bisschen auf unsere Community-Arbeit ein, denn wir sind ja auch in anderen Communities aktiv, und am Schluss natürlich, let's talk, sprecht mit uns, gebt uns Feedback, gebt uns Hausaufgaben, die wir mit nach Hause nehmen. Und ich freue mich drauf. So, nochmal ganz kurz zu IONOS. Wir sind sozusagen der Partner im digitalen Raum für euch. Und wir betreiben über 8,9 Millionen Kundenverträge weltweit. Das in 35 Standorten rund um den Globus verteilt. Unser Team, komplett IONOS, besteht aus 4000 Mitarbeitern aus 70 Ländern, auch komplett global verteilt. Von der Hausnummer her haben wir über 100.000 Server im Einsatz und verwalten 22 Millionen Domains, und das in 10 eigenen Rechenzentren, die auch alle zertifiziert sind. Das ist schon eine Hausnummer, und durch diese ganzen Dimensionen könnten wir auch sagen, wir sind der größte Hoster Europas. Ein anderes Thema, was uns sehr am Herzen liegt in unserem Unternehmen, ist natürlich Nachhaltigkeit. Aber was kann ein Hoster machen für die Nachhaltigkeit? Da kommen wir zu dem Thema Green Hosting. Unsere Rechenzentren, die natürlich jetzt aktuell auch mit der Energiekrise, die ja so ein bisschen überall rumschwirrt, braucht halt unglaublich viel Strom. Was machen wir? Wir versorgen die mit 100% grüner Energie, und das überall in unseren Rechenzentren in Europa und unser größtes in den USA. Ganz neu dazu gekommen ist, so als Sidefact, ist, wir haben ein Rechenzentrum in der Nähe von Frankreich und Deutschland, dort an der Grenze. Und dieses Rechenzentrum ist 100% autark. Also stellt euch vor, wirklich, da ist, wie man es hier auf dem Bildchen auch schön sieht, Windräder, Solarpanels sind dann drauf, das sind Batterien, die die Energie dann auch speichern. Und das ist schon eine Hausnummer, wie wir da wirklich angewachsen sind. Ein anderes Thema für Nachhaltigkeit ist natürlich das Thema Recycling. Wir wechseln wirklich in einem regelmäßigen Tonus unsere Racks aus. Was mache ich mit den alten Sachen? Einfach wegschmeißen? Nein, das sind Metalle drin, die man weiterverwerten kann und die man auch nutzen sollte. Wir sollten halt einfach unsere Ressourcen einfach schonen. Und deshalb recyceln wir auch schon länger, und im Jahr 2021 konnten wir so mit 226 Tonnen CO2 einsparen. Zusätzlich ist es uns wichtig, dass unsere Experten von außerhalb auch unsere Rechenzentren mit dem Energiemanagement auch regelmäßig prüfen und zertifizieren, dass wir auf einem guten Weg sind. Somit betreiben wir einen Beitrag zu der ganzen Nachhaltigkeit. So, das IONOS Agenturprogramm. Was bietet mir das? Ich habe einen dedizierten Expertensupport und eine persönliche Beratung. Es gibt die Vorteile, dass ich exklusive Testphasen habe und ein Startguthaben in Tarifen erhalten kann. Ich kann über unser Partnernetzwerk Kunden gewinnen
und über unser Dashboard kann ich die Projekte und meine Kunden zentral verwalten. Was bieten wir? Wir bieten Webhosting-Lösungen, Cloud-Lösungen für die Web-Professionals. Und wie ihr seht, wir sind aktiv in Communities, vernetzen uns gerne, tauschen uns aus und geben auch gerne Trainings, Meetups und freuen uns auf diesen Beitrag. Unsere Mission im IONOS Agenturprogramm. Stellt euch vor, es ist ein riesiger Konzern, IONOS. Dann gibt es dieses kleine Agenturprogramm. Wir sind ungefähr so 40 bis 50 Mitarbeiter in diesem Programm. Und wir haben eine Mission und die heißt wirklich Making Agencies Successful. Auch for Devs, by Devs. Denn wir tun ja auch für die Developer Möglichkeiten geben, beispielsweise über unser Programm Deploy Now, direkt über GitHub sozusagen was zu deployen auf unserer Infrastruktur. Ein paar Zahlen nochmal. Also wir haben unser Partnerprogramm im März 2019 gelauncht. Wenige Monate später kamen dann die nächsten Länder dazu. UK, USA, Frankreich, Spanien, Italien. Und in diesen Märkten sind wir mit unserem Partnerprogramm sehr aktiv und suchen auch immer neue Partner und lernen auch von ihnen und treiben uns dies auch voran. Als Early Adopter kann man wirklich sagen, ist die Rede am Start gewesen im August 2019. Und seit diesem Zeitpunkt ist diese Zusammenarbeit und auch das Feedback und die Wünsche auch an uns angekommen, mit denen wir auch arbeiten und das Portal halt und unsere Leistungen auch immer verbessern. Ja, dann kam Corona. Wir sind nicht schlafen gewesen, auch wenn es hier aussieht mit der riesigen Lücke. Wir haben natürlich auch unser Portal dann halt neues Facelift gemacht, dass es ein bisschen einfacher ist von der ganzen Usability. Letztes Jahr hatten wir zum ersten Mal unseren IONOS Summit. Da haben wir dann das Webprojekt des Jahres auch gekürt, sowie den Partner des Jahres. Apropos, dieses Jahr findet er diesmal auch wieder statt. Nur eine Dimension ein bisschen größer, nicht mehr virtuell, in Karlsruhe. Und wir sind schon gespannt, wer dieses Jahr alles einen Award gewinnt. Seit Juni diesen Jahres sind wir auch erfolgreich Joomla-Sponsor geworden und wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit. So, jetzt sehen wir mal ganz kurz den ersten Blick ins Portal. Hier oben in der linken sozusagen die Startübersicht. Und dann weiter unten geht es dann schon mit den Kunden dabei. Aber werfen wir doch einen Blick mal tiefer rein und starten mit der Live-Demo. Ich muss mich jetzt leider setzen. Es geht leider nicht so gut im Stehen mit der Maus. Deswegen nicht wundern. Ich hab das? Ja. Genau. Also zuallererst, ich logge mich ganz normal in mein IONOS-Kundenkonto ein. Hätte dann die Möglichkeit, auch hier das alles zu nutzen. Und springe eigentlich auf die Kachel-Agentur-Partnerprogramm. Und dann sehe ich, ach, jetzt muss ich mich wieder einloggen. Machen wir es doch gleich richtig. Genau. Und starte halt wirklich in unserem Dashboard, was wir sehr übersichtlich aufgebaut haben. Wir sehen ganz oben die Anzahl der Kunden, die wir halt schon haben, die Anzahl der Projekte, die wir in dem Programm halt nutzen und ob auch Anfragen gekommen sind aus unserem Partnernetzwerk. Wo ganz normale Endkunden, die vielleicht schon IONOS-Kunden sind, aber jetzt einen Web-Professional suchen, oder einfach per Zufall auf unser Netzwerk gestoßen sind und einen Partner suchen für ihr Webprojekt. Das Herzstück ist eigentlich wirklich unser Dashboard für die Kunden. Hier kann man sehr übersichtlich sehen, wie viele Kunden ich jetzt sozusagen hier habe, mit denen ich entweder im Teilzugriff oder im Vollzugriff verbunden bin. Und das Nonplusultra ist, dass ich in wenigen Klicks in das IONOS Kundenkonto springen kann, wie man gerade sieht, und von dort aus eigentlich alles machen kann und nicht das Passwort vom Endkunden wieder brauche und dann nachfragen muss. Beispiel, der Kunde hat das Passwort vergessen, drückt dann drauf und dann kriegt ein neues Passwort und dann fängt man eigentlich gerade wieder von vorne an, muss nur nachfragen, hey, du hast das Passwort geändert, ich komme nicht mehr rein, du sollst doch das und das machen. Und diese Geschichte wäre dann vorbei, also das ganze Passwortmanagement würde zentral liegen. Der Kunde hat immer die Möglichkeit, euch auch wieder den Zugriff zu entnehmen oder auch ihr als Partner habt auch ganz einfach die Möglichkeit, es selber zu schließen. Aber genug von mir.
Matthias, erzähl doch mal, was macht ihr denn so im Alltag? Im Alltag. Mit dem Dashboard. Oder anders gesagt. Das Keyboard hat gefehlt. Nee, mit dem Dashboard arbeiten wir am meisten natürlich mit den Kunden, also mit dem Kundenreiter beim Kundenkonto, also um ins Kundenkonto reinzukommen. Das Ganze ist relativ angenehm, weil das alles mit einem Single Sign-On-Verfahren läuft. Genau. Ein Klick, ich brauche kein Passwort, wie Marina erwähnt hatte. Ändert der Kunde des Passworts, ist immer nervig. Das kann uns hier aber eigentlich egal sein, weil wir loggen uns ohne Passwort ganz einfach in das Kundenkonto ein. Und so aus dem Nähkästchen, gab es da schon Probleme damals, bevor ihr sozusagen das Feature hattet? Tatsächlich ja. Also oft werden vom Kunden gerne mal Passwörter vergessen. Der ganze Spaß wird resettet. Bekommst ständig ein neues Passwort von dem Kunden zugeschickt, weil du kannst nicht direkt in den Übergang gehen bei der Arbeit. Du willst was beim Kundenkonto machen und hast immer noch diesen Kommunikationsweg dazwischen, der hier aber absolut eingespart wird. Ebenfalls hatten wir die Probleme, Kunden wollten immer alles lieber so selbst machen, an uns so, dass wir sie guiden, anstelle uns einfach das Passwort zu geben, weil ein Passwort rausgeben, sind wir ehrlich, fühlt sich doch jeder ein bisschen misstrauisch. Das Problem Ja, haben wir jetzt aber auch nicht mehr. das ist genau das Feedback, was wir halt aus den ganzen Agenturpartnern behalten haben, dass es schwierig ist, einen Endkunden davon zu überzeugen, dass man eigentlich das Passwort braucht, um eine DNS-Einstellung zu ändern, weil man dann in das Konto von dem Endkunden eigentlich springen muss und es selber macht. Das zu guiden, das ist immer etwas schwieriger. Es wird missverstanden, der Endkunde macht dann am Ende irgendwas falsch oder sogar kaputt und man hat dann halt einfach nur den Mehraufwand. Was ihr auf jeden Fall, glaube ich, sehr häufig nutzt, ist einfach hier die Listenübersicht nochmal. Besonders wenn man mehrere Kunden hat, mit der man verbunden ist. In meinem Beispiel sind es jetzt gerade nur fünf. Ich bin halt in meiner kleinen Pseudo-Agentur leider nicht ganz so groß, aber ich wachse vielleicht noch bis zu den nächsten Events. Aber auch hier ganz kurz die Demonstration. Wenn ich jetzt einfach Beispiel neun Kunden habe, gebe hier mal ein, ich bin die Happy AG, vielleicht die Marina. Wenn ich Lust habe, kann ich auch Telefonnummer, E-Mail-Adressen, ich kann auch andere Informationen hinzufügen. Speichere das erstmal ab, damit ich sozusagen das Grundgerüst habe. Und dann kann ich hier eine Zugriffsanfrage senden. Wähle da schon aus, ob ich einen Vollzugriff anfrage oder einen Teilzugriff. Dann kann ich die E-Mail-Adresse von dem Kunden angeben. Oder was aus meinem Kreis sozusagen eher genutzt wird, ist dann den Zugriffslink dann zu erstellen und einfach nur den Link zu verschicken, weil das immer ein bisschen vertrauenswürdiger ist, wenn es keine IONOS-System-E-Mail ist, sondern ihr einfach in euren Geschäfts-E-Mail den Link dann halt eben einbauen könnt. Ja. Ja? Das heißt, ich würde den Link kopieren, als meiner Agentur-E-Mail zum Kunden schicken und der verifiziert es einfach mit Klick dann auf Nein, der muss sich einloggen. Also er kriegt wirklich dann ein Fenster. Wir können mal machen. Moment, da haben wir dann den Link kopieren. Und ja, okay, ich habe das ist ein bisschen zu alt. Naja. Also grundsätzlich sieht man, dass man halt eigentlich auf eine IONOS-Seite kommt. Dann kommt eigentlich das Fenster auf, ich muss mich einloggen. Logge mich ja mit meinen Credentials als Endkunden dann ein und dann kommt dann die Abfrage. Da wird dann auch gefragt, gebe ich Vollzugriff, Teilzugriff an die Agentur? Da wird dann der Name draufstehen, wie ich mich jetzt sozusagen auch im Agenturportal, hier Beispiel Netzwerkeintrag, präsentiere. Also bei mir wäre es jetzt die Kroko Agency, die dann halt eben die Anfrage stellt und der könnte es damit dann bestätigen. So läuft es dann komplett passwortlos. Genau. Und durch die Einwilligung, die er dann halt mit dem Klick und er muss dann halt sozusagen auch seinen Namen dann nochmal eintippen, denn wenn der Name nicht mit dem hinterlegten Namen im Kundenkonto sozusagen passt, Beispiel, ja, ihr denkt, dass jetzt zum Beispiel mein Kundenkonto der Bertha gehört, also schreibt ihr dann schön Bertha rein, dann würde dann da schon einfach eine Fehlermeldung kommen. Ja. Dann kann der Kunde den Teilzugriff dann selbst konfigurieren auf das.
Also beim Teilzugriff, da kannst du als Agenturpartner sozusagen alles warten, darfst aber nichts kaufen oder kündigen. Im Vollzugriff hattest du immer die Möglichkeit, auch was zu kaufen oder halt einen Tarif abzugraden oder auch downzugraden oder halt auch Sachen zu löschen. Also so. Die zwei Stunden. Genau. Aber fragen wir doch einfach in die Runde. Gibt es Bedarf? Wollt ihr mehr? Gibt es den Bedarf, einfach wirklich nur so einen Read-Only zu haben? Die Diskussion, die hatten wir jetzt auch auf letzten Events sozusagen auch schon mitgenommen gehabt. Ich denke, im konkreten Fall muss man eine kleine Gemeinde, auch bei Wohnungsbetreuer, die halt sehr viel mit ihren Unikunden hinher machen, oder wäre es mir zum Beispiel ganz recht, dass ich da kein Supervisor brauche. Also auch alles andere, ja, auch mit Unikunden nein, das wäre eigentlich cool, weil dann wäre klar, wer missbraucht. Ja. Ich nicht. Also, das wäre für mich eigentlich ganz cool, wenn man das sagen könnte, ich darf da gar nicht hin, das habt ihr selbst gemacht. Dass der Kunde dann zumindest, eigentlich muss es der Kunde entscheiden, aus meiner Sicht. Ja. Und ich würde dann den Kunden dazu anhalten, lock mich bitte aus oder nimm mir die Rechte von deinem Verwalten. Cool. Jetzt mal so ein Gedanke. Ja. Cool, wirklich. Hilft uns weiter. Ja. Nehmen wir mit. Jetzt musst du geben, jetzt habe ich Faden verloren. Hier. Genau, was bei der ganzen Kundenübersicht auch noch von Vorteil ist, wir haben da nochmal Features drin, wie eine E-Mail-Kopie, die man aktivieren könnte, falls jetzt zum Beispiel ihr einen Wartungsvertrag mit euren Kunden habt und sozusagen eine bestimmte Fixzeit da eh schon hinterlegt ist und euer Endkunde halt etwas confused ist öfters mit solchen System-E-Mails von wegen, Achtung, dein Postfach ist jetzt schon bei 95% mach was, die E-Mails aber einfach ignorieren und dann aber euch dann vielleicht einfach anrufen und sagen so, hä, jetzt geht gar nichts mehr. Dass ihr aber wisst, okay, ja, vor 5-6 Tagen ist ja so eine E-Mail-Kopie an euch auch rausgegangen, dass ihr die System-E-Mails dann halt einfach auch habt. Also das war ein Feedback, was wir auch erhalten haben, wo ein paar Kunden, besonders mit diesen Wartungsverträgen, die sie dann haben, auch wirklich aktiv nutzen. Dann sind sie nämlich einfach der Lösungsgeber und kommen halt mit einer ganz anderen, ja, zu uns, ja, genau, danke. Ebenfalls ist es möglich, eine Sammelrechnung halt für eure Endkunden anzulegen. Das geht aber auch für euren eigenen Account dann durch unser Portal. Denn von der Historie kommt halt einfach IONOS von 1&1. 1&1 hat DSL-Verträge, Mobilfunkverträge und da ist es halt wirklich ein Vertrag, ist eine Rechnung. Langer Weg ist, oder die Sicht auf lange, Sicht ist es halt natürlich unser Ziel, einfach zu sagen, hey, ich habe ein Kundenkonto und ich kriege eigentlich nur eine Rechnung. Denn das ist das, was besonders Geschäftskunden haben wollen. Die möchten halt nicht bei 4-5 Webhosting-Tarifen und dann vielleicht noch so und so viele Domains dann auf einmal 10 Rechnungen im Monat haben, die sie dann alle wiederum ihrer Steuerberaterin abgeben müssen. In einer Sammelrechnung ist das halt nur noch eine Rechnung zusammengesammelt und wie man auch hier sieht, könnt ihr auch wirklich den Abbuchungstag halt auch noch flexibel legen. Es dauert ungefähr so 3 bis 4 Wochen, wenn ihr es aktiviert habt, bis dann einmal der Tonus drin ist, aber dann ist er drin. Was ich auch sehr toll finde, ist einfach auf einen Blick gleich zu sehen, welche Verträge hat denn der Kunde jetzt hier. Ich sehe, okay, er hat jetzt hier noch 2 Webseiten, Baukästen drin, ein Webhosting-Tarif. Und hier unten hat er eine, das da ist die Domain und ich sehe, ah, da ist noch eine Subdomain drin. Wenn jetzt mehrere Subdomains dann auch noch drin wären, die würden hier alle dann schön unter dem Tarif dann übersichtlich zu sehen zu sein. Also mit dieser einzelnen Kundenkachel kann ich relativ easy, bevor ich halt schon reinspringen muss, in dieses Kundenkonto sehen, was da alles drin ist und habe dann einfach eine bessere Übersicht. Was haben wir denn noch? Wir haben die Möglichkeit, Projekte anzulegen. Frage? Kann ich denn auch welche Unternehmen, die schon vorhanden sind bei Jonas oder bei Strato, oder wenn ich doch mal Strato überholen soll? Strato leider nicht. Ja, nee, das darf man nicht sagen. Also Strato ist einfach eine...
Nee, das ist ein komplett anderes Unternehmen. Ja, aber es gehört nicht zum Konzern. Ja, aber der Konzern ist United Internet. Also es wäre, als würde man mich jetzt von IONOS irgendwie mit gmx.de oder web.de und sowas vergleichen. Ja, aber es wäre eine Möglichkeit, ich finde trotzdem, sowas wäre natürlich eine Möglichkeit, dann auch trotzdem, dass man sagt, man kann die irgendwie auch übernehmen, die Accounts. Aber kann man die von IONOS auch übernehmen? Ja. Wenn man nicht irgendein Kunde bei IONOS ist, genau. Dass ich den dann quasi übernehme. Ja, genau. Also das ist ja eigentlich das Ziel. Also es ist ein IONOS-Kunde oder es ist ein neuer IONOS-Kunde, den Sie dann halt verbinden können und somit halt einfach über dieses Single Sign-On direkt in das Kundenkonto reinspringen und alles administrieren. wo war ich? Genau, ich wollte noch ganz kurz über die Projekte gehen. Besonders für kleinere Freelancer, die vielleicht jetzt nicht ein Paid-Organisationstool wie Asana nutzen wollen, gibt es auch die Möglichkeiten, ihre Webprojekte hier anzulegen, hier kleinere Aufgaben zu nennen, auch schön mit einer Deadline angeben, wo eine Fälligkeit dann aufpoppt. Wenn diese Fälligkeit dann irgendwie übertreten ist, wird sie in dem ersten Dashboard, was ja ganz am Anfang zu sehen ist, sieht man das rechts und man weiß, okay, scheiße, da bin ich ein bisschen zu spät, ich sollte da jetzt noch reagieren, sehe aber auch noch die anderen offenen Aufgaben und kann dann halt einfach auch dort über den Klick dann wieder reinspringen. Schreibe Projektdetails mit, was ich sozusagen machen will, Notizen und sehe auch nochmal, welcher Vertrag sozusagen in dieses Projekt halt eingebunden ist. Also wir wissen, dass viele kleinere Freelancer es auf jeden Fall sehr gerne nutzen. Und warum sollte ich auch noch Projekte anlegen? Dadurch, dass wir einfach einen Partner-Netzwerk-Eintrag veröffentlichen können in unserem IONOS-Partner-Netzwerk. Dort stelle ich mich selbst als Agentur dar. Das ist nochmal die Möglichkeit, euch nochmal präsenter im Markt zu machen, kann beschreiben, wer ich bin, was für Fähigkeiten ich habe, mit welchen Produkten ich mich auskenne. Eins vorweg, das werden wir noch merchen. Wir sind dabei, wir planen jetzt so bis im Oktober rum, auf jeden Fall die Fähigkeiten, Produkte einfach in eine Tech-Version sozusagen reinzubekommen, dass es halt einfach ein bisschen übersichtlicher ist, auch für den Endkunden und einfacher auch für euch. Und dann sehe ich auch hier die Projekte, die ich jetzt vielleicht schon in meinem Projekteordner habe, die kann ich auch hier veröffentlichen, dass sie in dem Netzwerk zu sehen sind. Aber lasst uns doch einfach mal in den Netzwerkeintrag sehen von meiner Croco Agency. Da habe ich einen schönen Beschreibungstext. Sehe hier nochmal die Projekte. Könnte dann hier kurz auch draufklicken, dann geht das Fenster auf, sehe den Beschreibungstext, sehe, ah, zu dem Projekt habe ich auch eine Kundenfeedback erhalten. Und es kommt dann alles ein bisschen vertrauenswürdiger rüber. Genau. Aber Matze, nochmal zu dir. Habt ihr schon gute Erfahrungen gemacht mit eurem Netzwerkeintrag? Tatsächlich ja. Also über den Netzwerkeintrag haben wir auf jeden Fall auch schon mehr als bloß ein, zwei Kunden dazu gewonnen, persönlich, weil die Leute suchen. Moment, aber eine Frage, kennt ihr eigentlich unser Partnernetzwerk? Ja, ja, dann gehen wir mal richtig rein. Ach, wir waren noch gar nicht richtig. Na, das war jetzt Partnerprogramm, das Portal. Aber das Partnernetzwerk, da. Das ist ja komplett offen, da kann jeder rein. Sozusagen hier gibt es ein paar Sachen, die jetzt schon vorgefertigte Suchen sind. Webdesign und sehe dann da auf jeden Fall übersichtlich dann die Agenturen, die halt eben zu sehen sind. Und das ist nochmal eine Möglichkeit für euch halt einfach nochmal darzustellen. Könnt ihr einfach auch mal gucken, wie es unser Paradebeispiel hat. Um bei euch im Netzwerk zu sein oder auf dem Portal, muss ich aber auch Kunde bei euch sein.
Nee, also das Agenturpartnerprogramm ist umsonst. Du musst dich halt einmal registrieren, dann bitte nicht erschrecken, warum dann eine Abfrage läuft. Bitte gebe eine Bankverbindung an oder ein PayPal-Konto an. Das ist einfach aus Schutz, damit halt einfach keine Robots oder irgendwelche anderen Leute dann reinkommen. Dann haben wir den nächsten Schutzmechanismus einfach drin. Wenn du halt fragst, um das komplette Tool zu nutzen, musst du eine Anfrage stellen zur Verifikation. Das heißt, ich und meine Kollegen, wir gucken dann an, was für ein Profil reingeschrieben ist, ob eine Webseite drin ist, wie valide die Webseite ist. Und dann erst sagen wir, okay, ist ein valider Partner, geben das frei und dann hast du halt eigentlich genau das alles, was du nutzen kannst. Ja. Wenn man jetzt euch Kunden neu bringt, ist man da irgendwie umsatzbeteiligt oder irgendwas? Ist es wie so eine Art Reseller-Programm? Nee, also ein Reseller-Programm haben wir nicht. Also ich kenne es, es gab halt über 1&1 das Reseller-Programm, das existiert immer noch. Das ist aber ein unabhängiges Programm von uns. Das ist halt immer noch 1&1. Was wir haben, ist das Kunde-Wirb-Kunde-Programm. Da kriegst du eine Einmalprovision und es funktioniert auch so, dass du halt den Empfehlungslink halt eigentlich an dich selbst schicken kannst. Du hast nämlich halt bei diesem Kunde-Kunde-Programm nochmal einen eigenen Account. Hast aber auch die Vorteile, das ist halt hierbei angeboten. Ich nehme jetzt was für mich. Dass du Tarife halt auf jeden Fall findest, die ersten 3 Monate kostenlos sind. Einfach zum Testen oder zum Aufbauen. Oder wenn es jetzt halt wirklich um was Größeres geht, halt eben bei den Cloud-Servern oder auch jetzt hier bei den Dedicated-Servern, dahinter legen wir dann halt vom System her aus 300 Euro Guthaben. Das wird ja minutengenau abgerechnet und in der Regel haben diese 300 Euro für diese 3 Monate, wo es dann auch gültig war, eigentlich vom Kontingent ausgereicht. Das hätte ich gerade gesehen, ihr macht One-Click-WordPress-Installation, was natürlich ganz böse ist, aber macht ihr es nur für WordPress oder gibt es auch andere? Nee, also du kannst ein ganz normales Webhosting bei uns buchen und dann kannst du über unsere Apps, die wir haben, könntest du auch ein Joomla drauf installieren. Okay. Ja, wohl, aber dann ist ein Joomla. Ja, das gibt's auch, das haben wir auch neu. Nee, das ist mir egal. Das ist mir sehr wichtig. Wo sind sie runtergerutscht? Doch, da ist der. Ja, genau. Optimiert für Joomla. Genau. Die haben wir dann zusammen mit dem Feedback von Norbert entwickelt. Wir sind noch dran, es weiter zu optimieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Guckt es euch an. Sonst noch irgendwie Fragen zum Portal? Du hast ja von dort 1&1. Wenn du mir das kurz nochmal, vielleicht wenn es auch nur eine Musik, kann man es nachher auch schon machen. Aber mich würde echt mal interessieren, weil ich es nie kapiert habe. Also 1&1 gibt es offenbar noch. Ja, 1&1 fokussiert sich komplett auf DSL, Internet und Mobilfunk. Aha. Es ist einfach auch eine strategische Trennung, einfach weil wir bei IONOS halt wesentlich mehr in unsere Rechenzentren investieren. Wir haben den Fokus ganz anders. Und dadurch, dass wir jetzt sozusagen auch die IONOS Private Cloud anbieten, haben wir halt da einfach auch nochmal ein ganz anderes Know-how halt drin, als statt jetzt halt 1&1. Es hat halt auch was ein bisschen mit der Spezialisierung zu tun. Ja. Wegen 1&1 müsst ihr alles anbieten. Die müssten ja dann halt von überall Spezialisten finden, die dann auch irgendwie halten können. Bei IONOS haben wir halt einen größeren Pool halt einfach drin und können sagen, wir widmen uns nur diesem Thema zu. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum wir jetzt auch wirklich stolz auf dieses neue Rechenzentrum sind, was jetzt an der französisch-deutschen Grenze halt eben liegt und es 100% autark ist. Also ohne diese Spezialisierung, und da gab es ja auch gestern auch so einen Vortrag, diese Positionierung, die hat man ja auch als Konzern und dadurch kam das auch. Ja, okay, wollte ich aber schon bewusst voneinander abgrenzen.
Was die Services angeht, ja. Ja. Ich mich halt gefragt, warum dann alles blau-weiß bleibt. Man hat irgendwie immer so, also so, jetzt mal ohne tiefer drüber nachzudenken, ne? Aber ich so war es halt, weil man hat 1-1-Punkt oder gefunden, man hat 1-1-Punkt. Irgendwann stülpte sich dann iOS darüber und teilweise hat diese aber noch über 1-1 eingeloggt und dann gerebootet auf iOS. Das war ein sehr verwirrender Vorgang, weil jetzt nicht so tief drüber nachgedacht hat. Ja, der Stelle vor, das Ding wäre dann nochmal rot gewesen. Ja, aber er ist ja auch jetzt mühselig darüber zu diskutieren. Aber das habe ich jetzt verstanden, das geht in eine strategische Ausrichtung. Also diese ganze DSL-Geschichte und sowas, das bleibt bei einem ein. Genau. Ja. Willst du auch ein Karton? Ja, also wir teilen uns fast quasi das Gebäudekomplex am Bahnhof. Ja. Die Hälfte ist dann 1&1, wir sind dann IONOS, die andere Hälfte. Der Sitz von 1&1 ist immer noch in Montabaur. Ja. Okay. Ja. Dann würde ich einfach da nochmal weitermachen. Hier nochmal ganz kurz die Übersicht der Benefits, aber ich glaube, da haben wir jetzt über alles schon geredet gehabt. Mhm. Unsere Erfolgsgeschichten, die wir halt einfach auch schon mit den Agenturpartnern feiern konnten, da haben wir ein paar Auszüge drin. Manche sind auch wirklich Testimonials geworden, da hat sich eine super Zusammenarbeit auch entwickelt gehabt. Und Community-Arbeit. Wie ihr seht, wir sind jetzt nicht nur hier auf dem Joomla Day, wir waren auf dem Typo 3 Camp, auf dem WordCamp, auf dem Tao Bar Camp auch schon und haben auch unsere eigenen virtuellen Stammtische, die jedes Quartal ein anderes Thema haben. Also unser letzter ging halt zum Beispiel um Server. Wir hatten auch schon einen virtuellen Stammtisch, der um CMS-Systeme ging. Da haben wir dann auch Experten drin gehabt und das war dann wirklich eine richtige Diskussion. Also ich glaube, da mussten wir in die Verlängerung gehen in dem Stammtisch sogar. Das sind halt genau das Feedback, was wir brauchen, um einfach näher bei den Web Professionals zu sein und um uns auch zu verbessern. Ja, dann noch ein paar Bilder. Am Schluss nochmal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, wir wachsen alle gemeinsam in dieser ganzen Hosting-Welt und in CMS-Welt und ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit euch zusammen.